So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf meinem wunderschönen Kanal. Wir werden uns jetzt in das tiefste Loch, der tiefsten Löcher stürzen, denn, ach, den habe ich ja schon gebaut, genau, und hier werden wir auch eine große LKW-Station hinbauen. So, und dann wird noch das Depot gebaut. Hier unten haben wir ja keins. So, Straßenfahrzeug kaufen. Werden wir... Das war jetzt kein Doppelklick. Nehmen wir das Pferde Fuhrwerk und das Pferde Fuhrwerk nehmen. Aber eigentlich dürfen sich bald ja nichts ändern. Okay, jetzt leckt das, Leute. Oh, fuck. Ah, jetzt haben wir es gebraucht. 15,1,5 dann 2,7 PS. 2,29, beide genau das gleiche. Wir nehmen uns die hellen hier, die dunklen. Obwohl eigentlich weiß, dass das gleiche ist. Ist uns ja auch relativ egal. Wir werden ein paar brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Die auf eine neue Linie zu weisen, die nur den Sinn haben, Holz zu transportieren. Oh, hier fehlt was. Bevor wir hier starten, sonst meckert er hier rum. Jo, hier hinten wird ja kein Essen gebraucht, kein Dings gebraucht. Uns fehlt hier hinten hier noch der Verkehr in die Stadt rein, genau, das war es ja noch. Wir brauchen Güter, wir brauchen eine LKW-Station. Eine kleine LKW-Station in die Stadt, eine LKW-Station rein. Müssen wir nochmal gucken, wo müssen wir hin? Hier mitten rein irgendwie. Die mitten rein. Ja, das kriegen wir doch hin. Bin auch nicht so gerade, aber nicht alles kann gerade laufen. Hier werden wir 5-6 gebraucht. Das wird zu viele sein. Neue Linie. Hier nach hier. Und jetzt wird nämlich gesagt, hallo, die erste Firma braucht Holz. Wir brauchen bitte Holz. Das habe ich den Bug, geil. Ich weiß nicht, wo hier immer noch die Straße dicht sein soll. Ob anscheinend wirklich der Verkehr hier nicht durchrollt. Schade. Ja, der Verkehr fährt nicht durch. Ja, wir lassen das mal trotzdem so. Boah, sofort umgesch. Das hat ja sofort umgebaut hier. Gut, wir sind auch schnell Strecke unterwegs. Ich finde es so schade mit den Schmarschbewahren, dass da nichts Besonderes ist. Verdienen wir überhaupt schon Geld mit dem hier? Nee, noch nicht. Jetzt hätten wir Geld verdient, aber ja gut. Was haben wir bisher jetzt hier laufen? Nichts. Genau, und jetzt sagt er hier Produktion. Achtung, Produktion ist am Starten. So schnell wie hier Holz ist, kommen sie gar nicht nach. Hier ist aber nicht jeder mit Holz beliefert. Das ist die andere Sache. Der Zug, der fährt jetzt zu seinen Strecken. Die dauern natürlich 3,5 Jahre. Er ist jetzt unterwegs nach Hartstedt Anbau, dann läuft er hier zurück. Aber der braucht eben mit einem Schlagbauer fast schon 56 Holz. Und deswegen ist das gut, dass die hier nach und nach sammeln können. Wenn es eben noch nicht reicht, dann können wir natürlich was bauen. Das Essen wird uns vielleicht jetzt am Anfang den Hals brechen. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das eindeutig.
wie gesagt, hier wären vielleicht schon zwei Züge besser dran. Vielleicht machen wir es noch unterwegs, wenn wir wirklich 2 Millionen Minus oder sowas haben und wir nicht aus der Falle rauskommen, dann müssen wir wohl oder übel in die Tasche greifen und gucken, ob wir den Kredit noch rauskriegen. Maximal sind ja 10 Millionen, glaube ich, drinne, genau 10 Millionen. Was ist denn das schon? So, hier wartet niemand, die warten alle am Bar. Ach du Scheiße, hier warten schon zu viele. So viele kriege ich doch nicht mit, immerhin. Ist der billiger, ist die Frage. 14, das heißt 2 davon, wenn wir bei... also relativ günstiger ist er nicht. Wir brauchen den. Also ich glaube, hier führt kein Weg zurück. Das ist wie beim letzten Mal, eine Strecke, die bringt uns Geld ein, eine Strecke zurück, die bringt uns kein Geld ein. Wir können ja schon mal hier mal drauf gucken. Moment, Linie 1, die löschen wir uns mal. Genau. Die Essenstrecke macht im Moment natürlich minus die Postkutsche 4, macht minus die 3, die macht plus leicht, das ist glaube ich die hier drüben. Nee, warte. Genau, das ist die 3 hier. Die macht plus und die andere macht minus. Die Frage ist, wieso? Das ist die Strecke, wo die meisten Leute weg wollen. Ist dann natürlich die Frage, wie... So, ja. Und hier ist dann doch mehr los, als ich gedacht habe. Wir warten 11 Leute an einer freien Haltestelle. Hier 17, also hier können wir glaube ich noch halt mal Geld. Also mein Essen wird noch anlaufen, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Gucken wir mal, also hier ist noch kein Holz angekommen. Der transportiert das erste Holz hier rüber. 14 Holz und das restliche. Ach, hier wird der sortiert, genau. Minute sortiert, 8 Holz gehen jetzt nach oben. Da dort ja noch nie so viel was gebraucht wird, ist das in Ordnung. Mit dem zweiten Zug hätte man, glaube ich, hier schon leichte Probleme. Jetzt sowieso, weil es ist ja noch dies eingelaufen. Via Puschheim. Das ist doch Puschheim hier. Ha. Gut, brauche ich durch. Noch nicht kapiert. Und das man dann erstmal als Umschlagplatz hier, glaube ich. Weil dann könnte man nämlich auch hier Öl hin und her. Der könnte zum Beispiel auch Essen zurückbringen. Irgendwann mal nach Porsheim. Erstmal tun wir uns mal um die Windstätte kümmern, um Ortshofen und um Arnstein, wie man das ausspricht. Hier sind fucking 47 Leute. Und hier kriegt er nicht mal einen Zug richtig voll. Hier könnte man gutes Plus machen wahrscheinlich. Die Strecke zweispurig bauen und noch einen zweiten Zug draufsetzen. Wird Rückzug immer eine Straße sein an Leute. Das ist das Traurige. Plus, guck mal, hier sind 61. Und ein Zug, der schafft das nicht. Also, die sind so langsam. Ich glaube, hier würden wir mit dem zweiten Zug doch schon besser fahren. Kann sein, dass ich mich jetzt in irgendwas reinstürze. Das wird also unsere erste zweispurige Linie.
Wie gesagt, ich glaube, damit würde ich mich in den Tod jetzt stürzen. Aber ich glaube, es führt fast kein anderer Weg zurück. Drumherum. So. Und das andere sagt er hier auch. Du bist zu kurz, ich nehme dich nicht an. Pussy. Nee, danke. So. Können wir ja schon mal anfangen mit den Signalen. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel anfangen mit den Signalen. Immer rechte Signal europamäßig. Wir werden einfach mal Mitte der Strecke, werden wir nochmal ein Signal setzen. Hier werden wir glaube ich nochmal ein Signal setzen. Einfahrtssignale. Und hier werden wir auch. Und die werden wir auch hier weiter hinter setzen. Dann brauchen wir ein Signal hier Ausfahrt hier vorne. Die darf nichts ausfahren. Das ist sowieso klar zu kaufen. Wieder machen wir 6 raus. Und das ist die erste. Die werden wir umbauen. Hier werden noch mal ab ins Depot bitte fahren. Und hier holen wir dann die zwei Waggons auch drauf. So, meine Aufnahme wurde ja sowieso gerade wieder abgebrochen. Deswegen. Der Port auch nicht mehr lang gehen. Hoch, hoch. Und Strecke. Linie 2. Also ich würde sagen, das ist jetzt unsere Geldmachmaschine. Ja. Haben wir hier schon mal so ein. Ich möchte Osthofen bitte als Stadt haben. Wir haben einen Bevölkerungswechsel von 12%. Oder Linienbenutzung 12% so. Und hier drüben haben wir eine Linienbenutzung von 12% auch. Ist super, ist gut für den Anfang. So klar, dass der noch eine Stadt, die fängt an zu produzieren. Die sagen, ist okay. Bisschen Plus werden wir bestimmt irgendwann mal anfangen zu machen. Ah, hier Videos gelaufen. Jahresdurchsatz pro Station. Also in einem Jahr kommen es 98 mal durch. Und alle 5 Minuten fährt in Zug rein. So kapiere ich das. Durchsatz. Ach, keine Ahnung. Aber jedenfalls läuft das hier unten langs. Worte, was? Aber nicht so schnell transportieren können. Also hier glaube ich läuft es auch irgendwann mal richtig fett an. Ich würde mal sagen, der Part reicht heute leider schon. Wir sehen uns nächsten Part wieder. Ich werde das alles jetzt schneiden, hochladen und gucken, wie ich das alles ein bisschen hin und her schmeiße. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ich einen Daumen runter, schreibt mir natürlich in die Kommentare. Ob wir mehr davon sehen wird auch nicht. Wir speichern jetzt zum ersten Mal die Season 3. Season 3. Punkt. Machen wir eben. Season 3. Machen wir erstmal so. Weil der Rest möchte nicht. Season 3. Bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao.